So, es kann weitergehen, ja. Euer Chili Hot Dog, Mario, könnt mich nennen, wie ihr wollt. Startet ins erste Level, nämlich... Wie kann ich denn gehen? Zur Bowser's Burg gehen wir mal. Bowser's Burg. Kann ich hier noch was erledigen, oder ist das jetzt wieder das gleiche hier? Irgendwie haben wir sie ja hier nicht gerettet. Da ist ein Gesicht drauf. Halt, wer ist da? Ein Unbefugter. Diese Burg gehört nun uns. Der Smile Gay Knay? Okay. Das ist unser erster Schritt in Richtung Weltherrschaft. Ohne hochnäsige Leute wie dich würde unsere Welt fast schon... Was? Unsere Welt fast schon gehören. Achso. Schauen wir mal, was du jetzt machst. Ja. Hopp, 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 hopp. Erdbeben. Was geht? Okay. Eindeutig. Oh no! Würde Mario jetzt sagen, ja. Jetzt müssen wir zurück und zurück zu Marios Haus. Geh einfach mal hier rein. Vielleicht erwartet uns hier der Tod. Ja, genau. Du bist aber schnell zurück. Hast du etwas vergessen? Nein? Was ist passiert? Ja, er schwebt in der Luft. Die Brücke zur Bowser Burg ist eingestürzt? Na, spitze. Wir müssen sofort den Ken... was? Nochmal. Achso, okay, warte. Wir müssen sofort den Kanzler des Schwimmerliches davon informieren. Okay. Los, Mario. Warte mal, sind wir die Hauptfigur oder der kleine Tod, der uns die ganze Zeit rumkommandiert hier? Kann ich denn irgendwie rennen? Irgendwie bin ich extra... Oh, ich habe ein Pausenmenü gefunden. Blumen. Geld. Wir haben nichts des Weiteren. So. Ja, ja. Tod, rennen uns mal wieder um. Ups. Entschuldigung. Oh. Der Schlag auf den Kopf hat deine HP reduziert. Eines von den berühmten Items aus Schwangerlich. Heißt das wirklich so? Ja. Okay, ich nenne es jetzt so. Schwammerlich. Werde dich aber wieder aufmuntern. Pilz erhalten. Werde damit gerechnet. Weiß man... Ja, natürlich weiß ich, wie man Items benutzt. Oh, dann nicht. Du bist so intelligent und erfahren, Mario. Ich habe das so extra so lang gezogen, dass er auf mich bezogen war. Warum bist du überhaupt zurückgekehrt? Ach ja. Ich wollte dir etwas sagen. Ach, genau. Ah. Du bist so intelligent, Todd. Er wollte uns warnen, dass auf dem Weg Monster sind. Ich habe es kaum bis hierher geschafft. Mario, mach bitte was. Vielleicht kann ich helfen. Kannst du... abgepasste Schläge? Nein. Ich erklär's hier. Beginnen wir erstmal einen Kampf. Boah. Drücke zuerst A. Gemacht. Einen Kumba auswählen. Gemacht. Jetzt drücke nochmal zum Angriff. Okay. Warte mal kurz. Drücke hier noch einmal A. Ah, gutes Timing. Es funktioniert. Auch wenn es funktioniert, wäre dein Angriff bedeutend stärker. Drücke A auch zum Abwehr. Zur Abwehr. Gutes Training. Das verringert den Schaden, der dir zugefügt wird. Es funktioniert aber nicht immer. Ja, das ist sehr toll. Versuch nun eine Spezialattacke, wie ich letztlich schon gemacht habe, alles. Kann ich das hier auch machen? Drücke hier Y.
Wow. Dann wird deine Attacke um einige stärker. Du deine Spezialfähigkeiten bei genügend Erfahrung. Ja. Das ist sehr nett. Jetzt bleiben wir hier stehen oder was? Lies es bitte nochmal nach, okay? Ja, danke schön. Vorher nicht. Du bist so ein Held. Warum bist du überhaupt zurückgekehrt? Ach ja, ich wollte dir was sagen. Stimmt. Wir müssen zum Kanzler von Totsdorf berichten. Wir müssen das dem Kanzler von Totsdorf berichten. Ich sehe dich dann in Schwammerlich. Nimm die mit, falls du... Falls... Nochmal. Sorry, Leute. Nimm die mit, falls was sein sollte. Pilze. 3 Pilze erhalten. So. So, wer möchte zuerst sterben? Pilzweg. Du möchtest draufgehen? Freiwillig? Boah. Probier gleich mal das, was uns Todd beigebracht hat. Nicht? HP Max. Oh. Okay, das mit dem Timing ist etwas schwieriger als ich dachte. XP, 2 Punkte. Ist klar. Ist klar, Todd. Wow, 25. HP Max. 3. Und abgewehrt, nur noch 2. 25 HP Max. Boah, gibt jetzt jeder Gegner hier mir ein HP Max oder was? Und nochmal 25. Peace. 3 HP. Wie viel brauchen wir fürs erste Level? 10? HP, ich würde sagen, oder HP. Status. Zum Level Up noch 11 HP. Okay, XP. Entschuldigung. Oh, da kommt gleich eine Fragezeichen-Box, die ich öffnen werde. Und wieder 25. Mal wieder HP Max. 0 Schaden. Oha. Pop. Sind die Paragurpa hier mal geil gezeichnet. 4. Oha, die sind wahrscheinlich um einige stärker hier als... okay. Okay, Mist. Das ist auch mal gut. 8. Und nochmal den Sky Koopa ist er hier. Okay, normalerweise heißt sie noch immer Para Koopa. Aber okay. 2x Geld, ein Item und 2 HP, XP. Wie geil ist das denn? Oh, alle. Attacke! Wieder 2 von denen. Ich werde das mal ganz schnell machen, einfach. Zack. 0. Und noch, kann ich ja gar nicht mehr, wie ätzend. Doppelschlag. 6. Noch ein. Zack. Und nochmal 6. Die haben bestimmt 10 HP. Würde ich jetzt gerade mal so instinktiv setzen. Sagen. So. So, Todd, du hast es ja nicht so eilig. Also machen wir es erstmal hier. Ne? Und dann retten wir den Todd. Damit wir gleich wieder einen schönen Dialog haben. HP Max. Ein bisschen zu viel am Anfang, aber okay. Das macht das Spiel ein bisschen zu leicht, wenn er so viele HP Max nimmt. Puh. Mein Leben zog für eine Sekunde vor meinen Augen vorbei. Hier, ein kleines Dankeschön. Honigsirup. Honigsirup wird hundertprozentig unsere MP auffüllen. Oder unsere BP, heißt es ja bestimmt hier, was sie auch Blütenpoints sind. Oder Blütenpunkte. Boah. Kriegst du wieder. So, 25, weg bist du. So, mit dem nächsten Kampf, ich habe jetzt nicht überlegt, ich habe jetzt einfach mal geraten. Mit dem nächsten Kampf sollten... Was macht denn der Gumba da bitte? Oh Gott.
Okay. Auf jeden Fall mit dem nächsten. Ja, mit dem nicht unbedingt. Mit dem nächsten Kampf hier nach dann. Werden wir 100%ig ein Level abmachen. Aber. Ah, oder hier schon. Mario erreicht Level 2. So, wir kriegen unser Magic Attack ist mehr geworden. Ach, hier ist alles plus, sehe ich gerade. Ja. Was ist das hier? Power, HP oder Special? Ja, voll kein, damit wir hier, ne? Was machst du? Magic Attack? Ne, hier, komm. Wir erhöhen hier mal das, den Angriff und die Verteidigung um einen. So. Was bist du denn wegen so ein Raser hier? So. Guck, ob das jetzt was gebracht hat direkt. Wow, ein normaler Treffer zieht 21 ab und die mir nur noch rein. Wir sind im Bar. Zack. 31. What the fuck? So, 25 HP haben wir, das sollte reichen. Dicke darf auch noch alle Pilze haben und kriegen nochmal 3 Erfahrungen. Und ja, mit diesem Kampf und auf der Blume beenden wir hier erstmal den Part. Ich bin der Chili Hot Dog, ihr seid meine Fans. Bis zum nächsten Mal. Ciao.